Herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Hier in der Bodenseeregion gibt es bereits am Freitagmorgen erste kräftige Schauer und Gewitter. Und das ist ein Vorgeschmack, was uns am Wochenende in großen Teilen Deutschlands bevorsteht. Wir schauen mal auf ein Satellitenbild vom Freitagmorgen. Große Teile Deutschlands noch bei strahlendem Sonnenschein. Aber wir sehen schon dieses eine Höhentief über Tschechien, das schon wieder in Richtung Sachsen vorankommt mit den Wolken. Das beschäftigt uns wie schon in den letzten zwei Tagen, vor allem in der Osthälfte des Landes. Also Berlin-Brandenburg hinauf bis Vorpommern. Wird es im Laufe des Tages wiederum einzelne kräftige Regengüsse und Gewitter geben. Andererseits rückt dieses Gewitter tief von Südwesten von Frankreich immer näher herein und bringt dann im Laufe des Nachmittags so von der Eifel über Rheinland-Pfalz, auch Luxemburg betroffen, Saarland hinunter bis Baden-Württemberg und zum Alpenvorland, Alpenrand, doch neue kräftige Regengüsse und Gewitter. Diese Gewitter, wie es eigentlich typisch ist bei sommerlichen Gewitterlagen, es trifft nicht alle dort, wo es trifft, aber zum Teil recht kräftige und starke Regengüsse bzw. Blitz und Donner mit dabei bzw. kleiner körniger Hagel oder auch Sturmböen. Temperaturmäßig eher ein schwüler Tag heute, zum Teil wird die 30 Grad Marke überschritten. Am Samstag dann eher die große Schwüle so im Raum, vom Raum Hamburg bis Berlin, also Richtung Nordosten verschoben, weil insgesamt die Gewittergefahr dann im Laufe des Samstags zunimmt. Dort überquert uns eigentlich, man kann keine Region in ganz Deutschland aussparen, von Südwest nach Nordost eine Gewitterstaffel. Am ehesten so eine Linie ausgebildet, eine Gewitterlinie von Nordfriesland über Hamburg, Thüringen hinweg bis in den Osten Bayerns. Also Samstag aufgepasst, verfolgen Sie die Lage, die Wetterlage bei kachelmannwetter.com. Wir halten Sie über Twitter, über Facebook auf dem Laufenden über Stormtracking, wo im Moment dann die Gewitter tatsächlich auftreten. Noch ein kurzer Blick auf Sonntag. Da kommt dann doch kühlere Luft von Nordwesten herein. Das heißt, es wird etwas unbeständiger. Die Gewittergefahr beschränkt sich dann im Wesentlichen auf das östliche Sachsen, Erzgebirge und auf den Südosten Bayerns. Sonst gibt es unbeständiges Wetter, mehr Wolken da, zum Teil auch etwas Regen mit dabei. Temperaturniveau geht zurück und wir sehen beim längerfristigen Trend für die nächste Woche für Berlin, dass es doch nicht nach beständigem Sommerwetter aussieht. Es gibt so ein ständiges Auf und Ab, mal ein paar Tage Sonnenschein, dann wieder unbeständig mit ein paar Regengüssen, die Temperaturen gegenüber jetzt etwas zurückgehend.